Okay, na, du gehörst zu mir. Na, ich bin für dich da. So, hast du mir Blume mitgebracht? Nein, aber ich habe Kekse. So, du bist, warte, was hast du mal? Goldtop, oder? Nein, ich bin aktuell Bronze. Aber top? Und wegen Jungle. Okay. Deine besten Jungler, maximal 3 Stück, kannst du aber auch weniger nennen. Paco, Trundle, Kane. Okay, Chat, wir geben ihm extra ein schlechtes Coaching, damit es einen weiteren schlechten Shaco-Spieler gibt, okay? Wo siehst du denn deine größten Probleme? Was fuckt dich an dir am meisten ab? Also prinzipiell hast du schon vollkommen recht, ich bin ein schlechter Shaco-Spieler. I mean, wenn wir mal ehrlich sind, man ist ja nicht in Bronze, weil man gut ist. Auch wieder wahr, ja. Aber kannst du mir sagen, was du denkst, was dich so schlecht macht? Also das Decision-Making fällt mir ziemlich schwer. Ja. Ich treffe auch falsche Entscheidungen, joine einem Teamfight, obwohl der absolut nicht winnable ist. Ich kann die Matchups nicht einschätzen, also dieses Knowledge zwischen kann ich den fighten, kann ich den nicht fighten, muss ich auf Level 6 warten oder kann ich invaden, so davon habe ich einfach keinen Plan. Wie lange spielst du League? Boah, ich habe, glaube ich, 2018 mal angefangen, dann 2 Wochen gespielt, aufgehört, dann immer mal ganz kurz reingeschaut. Ich bin auch immer bis Silber gekommen, aber... Und jetzt sagst du, durchballern? Ja, Mann, jetzt will ich ein bisschen mehr wie nur Silber, mindestens Gold. Okay. Dann würde ich sagen, Bildschirmübertragung an und let's go. Warum hast du jetzt gerade Trundle eingeloggt? Weil ich First Pick habe und Kane und Shaco ist, weiß nicht, ist ein bisschen... Das ist kein solider Pick, vor allem wenn das Rest vom Team, abgesehen von Lilia, wahrscheinlich keine Armor oder keine Resistenzen baut. Okay. Also ich habe kein Problem mit dem Pick selbst, ne? Es geht einfach nur darum, warum er das gemacht hat. Oha, Digga, er hat einfach einen Widescreen-Monitor. Hat Geld, der Junge. Was hab ich? Ein Widescreen-Monitor, oh. Was ist? Weißt du, was dein Widescreen-Monitor ist? Achso, du meinst den Bildschirm, ja. Ja? Was hast du dir so vor dem Game? Was siehst du? Was fühlst du? Lilia Darius könnte interessant werden. Am Botside haben wir 2 ADCs, weil einer supportet, wird wahrscheinlich ein Midgame, also wird wahrscheinlich so Mitte-Bot sein. Wobei ich auch schauen muss, dass ich vielleicht die Topside unterstützen sollte. Da muss ich ja entscheiden. Gut, also ich werde wahrscheinlich early, werde ich wahrscheinlich gegen Top spielen und dann mal schauen, wie sich das entwickelt und dann wahrscheinlich, wenn das Top nicht so gut läuft, dann werde ich wahrscheinlich eher gegen Botzeit spielen. Jetzt passt auf, das ist ein richtiges Scheiß-Game für ihn. Warum? I mean, Top-Lane, Lilia ist actually fine gegen Darius, aber es ist eine Silber-Lilia gegen den Bronze-Darius. Das heißt, ich weiß gar nicht, was da oben passieren wird. Mitte wird sich komplett auf die Fresse hauen. Das heißt, da muss er ein Auge drauf haben. Botlane, Digga, Karma könnte so free sein einfach. Karma könnte so richtig astro-free sein. Aber das Ding ist, die werden wahrscheinlich pushen. Das Beste, was er in diesem Game machen kann, so, als Faustregel ist es einfach Shyvana abzufacken. Solche Monitore nicht voll bad wegen der Augen. Nein, solche Monitore sind pay to win sogar, actually. Weil du kannst weiter in die Seiten rausgucken. Also wenn du jemand bist, der gute Map-Awareness hat tatsächlich oder gut sehen kann, was auf seinem Bildschirm passiert, sind solche Widescreen-Monitore actually pay to win. Ey, guck, pass auf, Chat. Wir machen jetzt die klassische Zerstörerfrage. Warte, Lilia ist Afka. Fast niemand, ich schwöre euch bei Gott, selbst die Spieler wissen zu 90% nicht, wo der Enemy Jungler ist. Ich muss warten, bis die Worte ausläuft. Wurde der Enemy Jungler gestartet? Botside. Wieso? Denkst du es oder weißt du es? Ich weiß es. Warum? Weil ich habe sein Blue gewordet und die Botside kam zu spät. Okay. Und sie hat weniger. Wollt ihr wissen, wie oft ich habe, dass die Jungler etwas warden und dann selbst nicht mal drauf achten, ob der Gegner da gestartet hat oder nicht? Aber er hat eigentlich ein gutes Pattern gerade. Also wenn er jetzt hier oben committet, actually gut. Der ist einfach nur nicht zu schnell mit der... Oh, Pillermann? Ah, die W war ein bisschen bad. Ey, actually gut! Bist du stärker als Enemy Jungler? Er geht zur Krabbe hin, er weiß nicht, wie viel Leben der Yone hat. Zudem weiß Lilia nicht mal, dass er hier ist. Er kann wieder hochgehen. Nein! Oh, okay, das ist nicht so cool. Weil das Ding ist, sein Grump respawnt, das heißt, seine Wölfe kommen auch gleich. Jetzt hier für Crux zu gehen, währenddessen, da ist es gerade in einem Gankable Lane State. Das ist halt, darauf müsst ihr achten, warum ganken wir als Jungler eine Hälfte der Map? Weil wenn ich Top-Lane, Midlane ganke und ziehe dann dort beide Flashes, ihr habt nichts davon, Summoner Spells zu blowen, wenn ihr nicht darauf noch weiter committet. Ne? Ich gehe einmal Top-Lane ganken,
Ich krieg den Flash. Ich geh nochmal Top-Lane ganken. Digga, ich fick sein Leben. Ich geh nochmal Top-Lane ganken. Ich fick sein Leben. Ich geh nochmal Top-Lane ganken. Seine Frau scheidet sich von ihm, weil sie bemerkt, was für ein Versager dieser Darius ist. Wie hast du vor, weiterzumachen? Also, ich gehe jetzt Botside. Schau, ob ich da aushelfen kann. Und wenn ich da unten dann Level 5 erreiche, würde ich wahrscheinlich schauen, ob Mitte und Bot Prio hatten, dann vielleicht den Drake versuchen. Pillermann? Hätte doch einfach den Pillermann setzen können. What the fuck? Hä? Digga, Chat, also so gen... Das müsst ihr mir nur mal angucken, was sich über 2 Jahre hinweg verändert hat. Nee, der Flash war nicht clean. Er hätte hier hinflashen sollen und dann runtergehen, um ihm den Weg abzuschneiden. Was denkst du, so sind deine Stärken als Spieler? Ich bin teamfähig, würde ich behaupten. Was definierst du als teamfähig? Ja, ich sehe, wenn eine Lane Schwierigkeiten hat. Er ist aber nicht fähig, die Krabbe zu knockuppen. Und das andere Team natürlich auch. Oh, Tabinon, ja, okay, doch. Das ist true. Was denkst du, was dein Team jetzt so gerade braucht? Ich würde jetzt den Herald holen, für Kohle. Okay, man bemerkt, er hat sich meine Videos gegeben. Digga, Moment, hat er gerade Matty Raptors gepinkt? War er das? Hat er gerade Red into Dings gepinkt? Actually gut. Digga! Ja, er hat gesagt, er kennt mich von YouTube, aber das ist was anderes von, ich kenne dich von YouTube oder, Digga, ich konsumiere das richtig. Hätte die Wave umsoken sollen. Digga, der, warte mal, ich muss mal gleich sein OPGG mal sehen. Hä, er ist Support Main? Was spielt der? Hier ist der ADC? Hier hat er aber fast nur Support gespielt. Wie lange bist du im Jungle? Jetzt seit 4-5 Minuten. Ah, nein. Wie lange mainst du jetzt im Jungle? Seit dieser Season vielleicht. Der ist Pipi Jungle! Oh mein Gott, er ist voll gut! Warum? Nee, ich habe gerade dein OPGG angesehen und ich sehe, du spielst voll viel ADC. Aber dann. Also in letzter Zeit spielst du viel ADC, aber du hast generell die Season sehr viel Support gespielt. Wo ist der Enemy Jungler? Keine Ahnung. Warum machst du einen Herald? Fürs Gold. Ja, und was ist, wenn der kommt und die auf die Fresse haut? Geben wir zurück. Kommt, Guys. Da ist einer auf mich zugekommen. Der ist angeblich Master. Ich glaube, er war Master oder Grandmaster oder sowas. Also High Elo. Und... Digga, was sind das für Eier? I mean, der Flash war zwar mega wasted, weil er technisch gesehen keine E hat. Du hast Eier, da einfach durchzuflashen. Also, der war Elo-Booster. Ja. Okay, er war ehrlich zu mir, er ist Elo-Booster. Und er meinte, er ist Master, Grandmaster oder irgendwie sowas, aber er schafft es niemals, in High-Platin zu boosten. Er ist immer stuck in so High-Platin. Bin nur so verwirrt, ich so, was? Wie soll das möglich sein? Er hat auf Kills gespielt und in High-Elo haben die Mates die Leads selbst gepusht. Und in Low-Elo war das nicht der Fall. So, und dann ist er dann in seinen Games, hat dann Evelyn gespielt mit seinen 20, 30 Kills, aber keine Objectives. Was hast du so in den nächsten 3, 4, 5 Minuten vor? Was ist so das große Ziel, das du erreichen möchtest? Jetzt schauen, dass wir für ein Gank gehen können. Ich hab nicht für jetzt gefragt, sondern in den nächsten paar Minuten. Alter, horrible Gank. Also. Wenn Drake wäre vielleicht ganz cool. Katharina? Kommt in 2 Minuten. Harold ist auch bald wieder da. Wobei, Harold wahrscheinlich die bessere Idee, die bessere Entscheidung wäre. War nicht ziemlich cool. Ne, oder halt die. Gib dir einen Tipp mit, wenn du deine W platzierst, solltest du im Idealfall doch drinnen stehen bleiben. Im Idealfall, ja. Der ist 3 Level über dir, den wirst du nicht umbringen.
Und dann sind die zu zweit. Du hast, wie viele Games hast du, Chondel? 20, 30 vielleicht. Okay. Wenn du jetzt das Game enden könntest, wie würdest du das tun? Lilia unterstützen. Sein Midgame ist fucking horrible. Aber du bist ja ganz in Bagdad. Wie würdest du sie da unterstützen? Wir haben jetzt, also ich mach irgendwo Radar, dass die Lilia in Ruhe pushen lassen. Dann kann ich ihr helfen, ohne dass ich da bin. Okay. Er sollte eigentlich nur bei ihr sein. Fühlt sich so wohl so weit in dem Game? Das könnte besser sein. Was hat er denn da versucht? Komischer Moment danach zu fragen, ob er sich wohlfühlt. Das fühlt sich aktuell auf jeden Fall nicht useful an. Ich gebe dir mal einen Tipp mit. Bleib mal vor deinem Mate stehen. Und halte einfach alles auf, was durchkommen möchte, okay? Okay. Das ist deine Aufgabe hier in dem Game. Also face-tanken. Quasi, ja. Du gehst nicht vor, wenn die nicht vorkommen. Es sei denn, du weißt, du kannst alles solo killen. Wenn ihr wissen wollt... Frage, Drachen fighten oder lieber den Tower pushen? Was ist denn wichtiger in diesem Moment? Würde dieser eine Turm am Spiel was ändern? Nein, aber ich könnte vielleicht weiter pushen als nur den Tower. Als nur den einen Tower. Sabitana, warte mal. Okay. Hier, das ist halt voll der Flip. Ich meine, wir sind zu maximal dritt. Die sind maximal fünf. Wie war der gezahlt? Herr Bootcamp. Keine Ahnung, mindestens. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt mindestens 300 Euro. Das ist auch voll auf das Problem. Die Leute checken das nie. Also ich die denken halt immer, Silfi ist mein Freund, ne? Silfi ist mein Bro. Stimmt technisch gesehen auch. Solange du dich an meine Regeln hältst, ist ja auch kein Problem. Da haben wir gefehlt. Dass du schon mal Bescheid weißt, du kannst das Game erstmal gut zu Ende spielen. Ich weiß genau, was wir machen werden. Und mal so als Frage nebenbei, wie viel von meinen Videos hast du dir gegeben? Oh, ich würde sagen, viele. Okay. Sieht auch danach aus. Wir haben eine sehr gute Grundlage hier zum Arbeiten. Okay, erzähl mal was zum Game. Ich glaube, so die ersten paar Minuten, das war ganz okay so. Aber ich habe das Early nicht gut gespielt. Die Objectives habe ich nicht bekommen. Ich hätte eigentlich wissen müssen, dass Shyvana mit Level 5 versucht, den Drachen zu machen. Hab's aber nicht gewusst, vergessen, ignoriert. War nicht so smart. Dann, ich glaube, bezüglich Midgame, ich hätte tatsächlich vielleicht auf das mal auf die Bot gucken können, also mehr Bot denken. Also war nicht so. Warum? Top lief dann an sich ziemlich gut, die hat dann gut aufgeholt, die Lilia. War dann gar nicht so schlecht. Bot-Side kam dann erst gegen Midgame. Also tatsächlich, fand ich, hast du deinen Job ja ganz gut gemacht. Im Vergleich zu deiner Elo hast du deinen Job ganz gut gemacht. Man hat auch bemerkt, dass du dir so ein bisschen meine Sachen gegeben hast, da war so ein bisschen was von allem dabei. Ich habe auch direkt am Anfang gesagt, dieses Game wird jetzt erstmal ein bisschen schwieriger. Du kennst doch bestimmt meine Gang fragen, oder? Ja. Beantworte sie mir mal. Wie stark ist mein Gegner? Nein. Wie tanky ist mein Gegner? Ja. Wie viel CC hat mein Gegner? Nein. Pass auf, weißt du sie oder weißt du sie nicht? Ich will nicht haben, dass sie geratet wird. Ich weiß, ich habe sie sogar irgendwo aufgeschrieben. Weißt du sie, nicht hast du sie aufgeschrieben, sondern weißt du sie oder weißt du sie nicht? Ja, nein. Okay, nein. Mehr will ich doch gar nicht wissen. Ist okay. Wie viel Damage haben wir? Wie tank ist mein Gegner? Wie viel CC haben wir? Und wie mobil ist mein Gegner? Ich mach's für Botzeit und für Topzeit und für Botzeit. Okay, haben wir oben viel Damage? Ich glaube nicht. Lilia macht mehr AOE, also Damage over Time. Sie brauchen ein bisschen Zeit. Sie brauchen ein bisschen Zeit, ja. Du hast zwar guten Damage, aber Lilia braucht ein bisschen, deswegen setze ich euch auf 0. Wie tanky ist dein Gegner? Darius ist tanky. Ich setze ihn hier auf 0. Warum? Tanky ist er ist von den Base-Stats ein Champion, der ein bisschen mehr Leben hat. Aber was ist denn tanky? Ein Garry mit seiner W zum Beispiel. Jax mit seiner E. Also das ist Pseudo-Tankiness, das was Jax hat. Irelia mit ihrer W. Darius hat auch Pseudo-Tankiness, weil er sich über seine Q hochheilen kann. Muss er euch aber erstmal treffen. Deswegen setze ich ihn auf 0. Wie viel CC haben wir? Hard-CC. Hard-CC. Also, kein. Kein. Wie mobil ist dein Gegner?
hat Ghost dabei, also relativ. Ah, es ist ein bisschen schwieriger Fall. Ich würde ihn auf 0 setzen. Warum? Im Normalfall ist Darius nicht mobil, aber Darius-Spieler haben in der Regel Double Summoner Spells dabei. Was die ganze Sache nochmal ein bisschen für uns umändert. Ja, deswegen setze ich ihn hier auf 0. Ist sehr selten. Na, im Normalfall ist Darius nicht mobil, was Gutes. Kann ich auch Plusse machen. Mattert aber nicht. Wie viel Damage haben wir auf der Botlane? 2 ADCs. Aha, wie viel Damage haben wir auf der Botlane? 4. Wie tanky ist dein Gegner? Nicht. Gut für uns? Karma vielleicht, Schild. Macht nicht so viel aus. Wie viel CC haben wir? Ein bisschen was. Also auch 0. Wir haben Slows. Ja. Ist Minus. Slows interessieren nicht. Die einzigen Slows, die interessieren, sind Zilean und Nasus. Ich glaube, niemand ist sonst... Ash Arrow? Das ist... Ulti zählt hier nicht mit rein. Okay. Wie mobil ist dein Gegner? Sehr mobil. Beide? Ja. Karma mit ihrem Schild und Ezreal mit Zählt nur ein Ding ins rein. Nur Zilean. Nur Zilean gibt genug Moves, wie das mich interessiert. Ist aber auf 0. Weil Ezreal ist mobil, Karma nicht. Das heißt, okay. Ne, Plus und Minus ergibt 0. 0, 0 ist 0. So. Plus und Minus ergibt 0 und das ist Plus 1. Hätten wir hier heruntergehen sollen. Natürlich, ich kann verstehen, dass du sagst, dass du hochgehst. Hat auch irgendwo auch ein bisschen Sinn gemacht. Die Sache ist jetzt aber, dass sowas labere ich eigentlich nicht, aber dieses Game ist hier wirklich sehr spezifisch. Die Frage ist halt, wie kann ein Silber-Edo-Spieler Lilia spielen? Und dann auch noch gerade auf der Top-Lane. Deswegen hätte ich es persönlich gar nicht gefühlt. Weil du kannst die Karma immer selbst runterlaufen, wenn sie einmal zwei rausgepusht ist. Ja, aber ich habe nichts dagegen, dass du hochgegangen bist. Die Fragen entscheiden, ob du um Top-Side, Top-Lane plus Mitte, plus Mid-Lane. Genau, das weiß er schon, ne? Machen trotzdem mal mit. Und dann weißt du auch, womit wir immer herumspielen. Denn jetzt fehlt bei dir Folgendes. Mit circa 10 spielen wir auf Ressourcen. Kill slash Farm. Ab circa 10 spielen wir auf Objectives. Drück auf Tab drauf. Und schau nach, wer strong ist. Machen wir das mal ganz simpel. Denn jetzt ist die Frage, wofür ganke ich? In der Regel für Gold. Also Objectives und vielleicht Herald oder Drake, weil das auch wieder Gold mitbringt. Vier Kills, dazu kommen wir gleich. Denn du als Jungler bist überall auf der Map. Wenn du gefeedet bist, kannst du alles der Map contesten. So, gehen wir kurz eben an meiner Game rein. Generell gute Kameraführung. Sag ich dir nicht auf. Besonders nicht zu low, Elo. Was gehst du, Digga, wofür brauchst du hier diese Ward? Ich wollte wissen, wo der Jungler startet. Wofür? Okay, pass auf, angenommen, du hast diese Ward nicht. Okay, dann hätte ich das wahrscheinlich daran abgemacht, ob Ward in der Top-Lane zu spät kommt. Wenn beide zu spät kommen, dann würde ich... Wo ist Amy Jungler? ...meiner Mana verbraucht hat. Bot-Set hat er gestartet. Dann brauche ich diese Ward nicht. Was ist, wenn die dich dort jetzt gecatcht haben? Wer scheiße. Wer scheiße? Du hast gecatcht, ne? Das kannst du vielleicht gegen so Jungler machen, wo du dir nicht sicher bist. Kane zum Beispiel oder Fiddle, weil die auch gerne mal bei so Raptor starten können oder bei Wolves. Also sonst mattert das eh nicht. Kannst du dann gleich spannen. So, jetzt passt du dich hoch. Sondern von mir aus Design. Mama Ash. Ehrenfrau. Sehr geiler Start auch. Ne? Ich war wirklich, das habe ich auch im Stream auch gesagt, ich war wirklich sehr impressed von deinem Start. Bis du Wölfe gesmattet hast. So, denn du hast dann Wrap-Up gemacht. Hast dann Opportunity oben gesehen und bist dann dahin gemacht. Banger Start. So. Deine W hier bist du früh genutzt, ja. Whatever mattert nicht. So, Pillermann hast du auch hingestellt, sehen wir es gerade nicht im Replay. Okay. Machst du einmal Reise nach Jerusalem, gehst du krabbeln. Warum gehst du krabbeln? Vision. Und weil ich habe auf der Botzeit aktuell keine Camps offen. Ich würde also, wäre tendenziell zur Krabbe gelaufen, dann hätte ich die Crux noch machen können. Und im Vorbeigehen die Raptors, dann vielleicht... Moment, es geht mir gerade nur um die Krabbe. Hast du mit dem Prio? Nein. Hast du top dem Prio? Nein. Weißt du, wie viel Leben der Yone überhaupt hat? Nein. In-game wusstest du das nicht. Chat, deswegen finde ich es immer wichtig, dass ich auch in-game zusehe, damit wir eben auch sowas sehen. Wissen die Leute, dass du den Scheiß hier machen willst? Nein, ich hab's nicht gepickt. Wo ist Shyvana? Die müsste jetzt auch auf der Topside sein. Warum gehst du dann hier hin? Weil ich Bronze bin. Gutes Argument, aber du bist tatsächlich nicht so bronzemäßig. Du hast viel Potenzial. Ja? Also, das kannst du dir sparen. Krabbe mattert nicht.
Das ist so ein Low-Elo-Ding. Oh, ich muss unbedingt eine Krabbe haben. Digga, drauf geschissen. Krabbe wurde einfach mega hart genervt. Also jetzt hast du das Ding zwar bekommen. Ich war das nämlich selbst schon fast tot in dem eigenen Jungle. Keine Ahnung, wie sie das angestellt hat. Wahrscheinlich, weil sie auch Bronze ist. Da. Checkst du in den Jungle rein? Wofür checkst du in den Jungle rein? Ich wollte sicherstellen, ob sie ihre Camps noch hat oder ob sie da gerade ist und machen. Und dann hätte ich sie gefightet, aber sie ist wahrscheinlich da hochgelaufen Richtung Tribush da. Aber... ja, hab sie nicht gefunden, bin dann wieder gegangen. Also, Kromp war auch nicht da, also hatte ich auch keinen Grund zu bleiben. Hat sie einen Grund, hier zu sein? Sie hat gerade ihre Buffs gemacht und hätte eventuell... Hört mal, wie spät ist es? Ihr macht keine Plays, wo ihr darauf hofft, dass euer Gegner bad ist. Das ist die wichtigste Regel in League, die es gibt. Ich höre nämlich ganz oft bei Coachings, nicht dass du es gesagt hast, ne? Ja, Silphi, mein Gegner ist Iron, mein Gegner ist Platin, mein Gegner ist Gold, der ist bad. Ich sag immer, es gibt in League Skillpunkte, 10 Stück. Ja, zieh ich mir jetzt einfach aus dem Arsch. Es gibt verschiedene Skills. Map Awareness. Jungle Tracking. Itemization. CSing und Mental. So, jetzt machen wir mal ein Beispiel. Du bist ein ausgeglichener Spieler. Jetzt 2 Punkte überall. Wie ist dein Gegner? Das weiß ich nicht. Der könnte 10 Map Awareness haben, dich direkt sehen und dich wegficken. Als Beispiel. Also ist jetzt eher unwahrscheinlich. Ne? Keine Ahnung. 4, 1, so, machen wir das mal so. Mental hat Toplaner eh nicht. Eigentlich hat er auch keine Map Awareness. Aber ihr wisst, was ich meine. Und da ist das Problem. Du weißt, solange jemand 10 Skillpunkte hat, ist er in Bronze, sag ich mal. Wie er sie verteilt hat, weißt du aber nicht. Und nur mal so, für diejenigen von euch, die vielleicht höher in der Elo sind, ab dem Moment, wo ihr gewisse Elos hittet, wird Map Awareness zur Passiven. Da steckt ihr keine, ihr kriegt eure Skillpunkte wieder und ihr habt Map Awareness full freigeschaltet. Und Itemization. Deswegen, dass du hier reincheckst, die ist schon längst durch mit dem Jungle Clear. Oder sollte es zumindest sein. Denn jetzt checkst du rein, wastest time und moves jetzt raus. Digga, der Pimmel steht immer noch overextended da. Hast du hier ein Gank Opening? Ja, vielleicht nicht zum Kampf eröffnen, aber ich kann sie auf jeden Fall nutzen. Was meinst du mit zum Kampf öffnen? Mit W ranlaufen. Also die W so platzieren, dass er quasi reinläuft. Dann kann ich Gap closen und dann mit der E den verhindern, dass er wegrennt. Dann Schaden geben. Vielleicht sogar Knock-Up. Dann trifft auch Lilia 1-2 Spells und dann hätten wir den vielleicht sogar bekommen. Als Opening würde ich vielleicht nicht verwenden. Ja, ist ja egal. Aber pass auf, wir als Jungler, kein Jungler sagt, oh, ich hab Bock auf den Gank, lass mal ganken. Wir sind Blues halt hier, okay? Du wirst bitte nur die Information nutzen, die ich dir hier jetzt präsentiere, okay? Die Lane steht so, gankst du sie? Ja. Warum? Immer bitte mitbegründen. Ja, ich ganke sie, weil sie reinpushen. Also sie overextenden. Die sind overextended, okay. Wirst du das hier ganken? Sollte ich nicht. Warum nicht? Weil wir reinpushen und wenn ich hier ganke, dann müsste das schon ein spezieller, müsste dann schon sowas sein wie Elise oder so, wo dann halt auch einen Stun oder so hat, wo dann den Gank. Wir haben hier keinen Champion. Würdest du das hier grundsätzlich ganken? Nein. Würde ich nicht, weil overextended. Okay, die Lane steht so. Würdest du das hier ganken? Das weiß nicht. Da okay. Weiß ich nicht. Das hier ist Soraka. Das hier ist Ashe. Das ist Leona. Das ist Draven. Ja, würde ich ganken. Warum? Allein weil Leona da Support ist. Wir haben ein gutes Gang-Setup durch die Leona. Okay, jetzt gehen wir wieder hierhin zurück. Jetzt sagen wir aber, wir Champions sind jetzt irrelevant. Die haben beide 10% Leben. Würdest du das ganken? Das könnte man tun, aber... kommt auch ein bisschen darauf an, welches Level man selbst hat. Also man würdest, hat du bist Level 3. Du bist Level 3. Ja, dann wahrscheinlich nicht. Dann nicht? Ja, bei Level 3. Digga, ich würde das jedes Mal ganken. Jedes Mal. 10 out of 10 würde ich das ganken. Warum soll ich das nicht ganken? Ich würde sogar sterben dafür, um den ADC da umzubringen. Chat, warum würden wir sogar sterben, um dort den ADC umzubringen? Digga, weil er noch die ganzen, ja. Er verliert auch noch die ganze Wave mit. Du als Jungler verlierst ja technisch gesehen kein Gold, wenn du ein Camp nicht machst, oder? Oder ist es nur auf Pause? Das chillt ja 15 Sekunden länger. Solange es dir nicht gecountert Jungle wird, verlierst du nichts, richtig? Und das ist das Ding. Die fällt ja auf, egal wo der Gegner steht. Du als Jungler gankst doch nur dann, wenn die Informationen da sind und die sich anbieten. Du sagst ja nicht, oh, der Gegner hat hier Full Life. Oh, ich skipp mal meine Crux und gehe da direkt hin. Es sei denn, du hast krasses Dive-Setup oder sowas. Aber grundsätzlich tust du es nicht. Ja, sondern hey, wenn der Midlaner mit runterkommt. Hey, wenn das hier Alistar Lucian ist und gegen Sona Ashe oder sowas. Ja, macht schon Sinn. Dann ja, grundsätzlich aber nicht. So. Wir schauen als Jungler nur nach, ob der Gegner eine Lücke in seiner Verteidigung hat. Und der Pimmel hier ist overextended.
Der ist straight up overextended. Digga, du gehst Raptors farm. So, wird das Gangzeitfenster dann noch da sein? Nach den Raptors wahrscheinlich nicht. Weil ich brauche relativ lange fahren. Digga, dauert mega lange. Jetzt gehst du hoch, mach Klacks. Deine Linie portet sich. Guck mal, der Pimmel ist immer noch hier. Oh, die Aktion hier. Iggy. Mein Ziel war eigentlich die Mitte. Aber ich hab dann nein, den Logis. Nein, das ist fein. Hab ich nichts gegen. Jetzt pass auf. Das hier war einfach ein Powerplay und ein Idiotenplay gleichzeitig. Okay, du flashst rüber. Super. Stellst jetzt hier in deinen Pimmelmann hin. Und nimmst jetzt diesen Weg. Weißt du, was hier die leichtere Option ist? Lass einfach von hinten moven und die komplett rausquetschen, oder? Du musst doch nicht diesen Weg nehmen. Wenn du hier stehst, können die beiden hier die auschoken und umbringen, richtig? Da gibt es gar keinen Weg mehr, denn die sind so low, das können deine Leute nicht verkacken. Das ist immer noch low, Elo. Das stimmt. Aber ich will haben, dass du den richtigen Play machst. So. Haben wir gefightet, haben uns den Kill abgeholt. Dive, Mive. Okay, was hast du jetzt gemacht in der ganzen Zeit? Ja, ich dachte, die Shyvana läuft wieder unter den Tower und damit die Cutters. Pass auf, ist fein. Pass auf, ist fein. Du chillst sie noch, ist fein. Okay, aber jetzt kannst du weggehen. Du tanzt sie noch hin und her und jetzt hast du reingeschissen. Jetzt hast du richtig fett reingeschissen. Chat, warum hat er reingeschissen? Keine Ahnung. Wir haben noch eben über Openings geredet beim Ganken, oder? Da muss eine Lücke in der Verteidigung des Gegners sein, dass du sagst, ich gehe für einen Gank, richtig? Vielleicht hat er keine Wards, vielleicht ist er low und so weiter und so fort. Was willst du denn bitte machen? Kannst du den ganken? Er ist auf jeden Fall overextended, aber full life. Ja, und wie willst du an die rankommen? Willst du einen Solo killen? Unser Gegner hat gerade eine Lücke in seiner Verteidigung. Was könnten wir machen, um ihn anzukacken? Schau mal auf die Map. Ja, cool, doch ihren Rap-Off mit. Shyvana ist tot. Die beiden hier würden auch erst mega late kommen. Ich glaube, er will eh resetten. Counter-Jungeln ist genauso ähnlich. Damit du Counter-Jungelst, musst du doch Gründe geben, oder? So, jetzt hier auch wieder mega geil. Also, ich sag's dir, wie es ist. Du hast mich sehr impressed für Bronze, ne? Du hast nämlich gepinkt. Oder warte, warst du das? Muss ich mal kurz nachgucken. Hast du ja, Herald into Dings gepinkt? Ne, Red into ja. Herald? Ja. So, hast du dann den Scheiß hier oben gesehen? Super, aber die ist schon tot. Da kommst du gar nicht rechtzeitig an. Genau, zurückgelaufen. Dauert zu lange. Guck mal, der Weg hierhin sind, ich sag mal, 5 Sekunden. Ne, hier, 5 Sekunden. Der Weg zurück aber auch wieder. Du hast 10 Sekunden also gewastet. Pass auf, ich sag dir, wann du nicht mehr hindrist, okay? Wait. So, ab jetzt committest du. Und ab jetzt commit ich nicht mehr. Bist du? Weil Half-Life und 3 Stacks. Du kommst da eh nicht an. So, welchen Grund sollte er haben, um diesen Weg zurückzugehen, was der einzige Weg ist, wo du ihn catchen kannst? Das machst du Red. Chili Manili. Geil mit der Pink Ward. Ne, auch geil, dass du hier wartest. Okay, was denkst du, was der Darius jetzt macht? Resetten. Warum wird er resetten? Weil er gerade einen Kill geholt hat. Okay. Und weil er Low Mana ist. Okay, okay. Jetzt bist du ein bisschen am Arsch. Jungle hat das Problem, du musst dich mit allem auskennen. Sie wird jetzt den Push haben, richtig? Wie sieht der Mitte aus? Immer noch reingepusht. Das heißt, wir haben eine Prio-Lane, aber die hier wird noch halbwegs even sein erstmal, oder? Kannst direkt Herald starten. Ja. Kannst direkt Herald starten. Und jetzt haben wir diesen delayten Herald. Wir hätten hier schon viel, viel früher dran sein können. Trundle ist sehr gut da drin, Herald zu machen. Kleiner Fun-Fact, Leute. Jeder Auto-Tag, den ihr auf den Herald macht, öffnet das Auge um 2 Sekunden früher. Bis zu 10 Sekunden, glaube ich. So, jetzt prüfen wir uns hier. Bisschen Hackmack. Jetzt ist die Sache, der Yone kommt. Das ist. Eigentlich ist das jetzt ein bisschen zu High-Elo-Stuff. Aber du musst gucken, dass du den Fight richtig verschiebst. Wenn jemand von unten kommt, nach oben, dann versuchen wir, wohin zu move? Vom Gegner weg oder zu anderen Teammate? Nach oben. Du willst hier nach oben gehen in diesem Fall. Du gehst aber so raus. Du sollst hier hochgehen. Weil, kennst du den Begriff jemanden Shadown? Shadown bedeutet quasi, wenn dein Laner hier pusht, dann shadowst du ihn. Oder man kann auch covern sagen, indem du dich hier zum Beispiel alles in der Nähe abholst,
und jederzeit bereit bist, um ihm zu helfen, wenn bei ihm etwas passiert. Weißt du, warum wir als Jungler sagen, never gank a losing lane? Stell dir vor, deine Botlane ist 0-1. Jetzt hast du einen erfolgreichen Gank. Dann ist diese Lane jetzt 1-1. Ist jetzt eine Winning Lane? Was ist das dann, eine? Ist es dann eine Winning Lane? Also eine, die gerade gewinnt? Nein, die ist even. Okay, die ist even. Also ich müsste nochmal ganken, damit sie winning ist, richtig? Aha. Ich brauche zwei erfolgreiche Ganks, um mir zu helfen. Was ist denn, wenn diese Lane aber 0-1 ist? Und jetzt wirst du gecounter-gankt. Dann ist es wahrscheinlich eine 0-2. Nee, dann ist es einfach noch schlechter. Weil wir sind hier bereits, weil der Gegner ist ja dementsprechend 1-0 auf der Lane. Und klar, über eine Überzahlsituation kannst du diesen 1-0 countern, aber es ist dann ja keine, wenn du gecounter-gankt wirst. Das ist nämlich der Vorteil, wenn wir mit einer starken Lane spielen, die Chance, dass du dort erfolgreich etwas rausbekommst, ist höher. Weil die Lane selbst ist schon stark. Jetzt sind wir schon gerade oben. Und im Midgame ist so ein bisschen anders als das Early Game. Du kannst Farm gerne mehr vernachlässigen, um Tempo aufzubauen. Denn, wenn du diese Crux nicht machst und diesen Darius killst, haben wir ein Zeitfenster von, lass mich lügen, 20 Sekunden, um auf der Map etwas machen zu können, right? Ja. Cool, Digga, du gehst farmen. Aber ob er jetzt noch hier steht, das weiß ich nicht. Der hätte mich schon längst ganken und umbringen können. Und zwei Gegner-Camps kriegen, dann wären das plus 4. Das kommt nochmal on top oben mit drauf. Also wie wir dann weitermachen, kommt dann wieder drauf an. Ne? Kann ich das so nicht sagen. Aber grundsätzlich können wir hier mehr machen. Du musst aber ab jetzt anfangen, um deine Laner herumzuspielen. Denn die Laner können ohne dich nicht wirklich vorpushen, denn du bist die Frontline. Wollen wir in ein Spiel reingehen und mal wirklich versuchen, ein bisschen nochmal mehr strukturiert zu spielen? Was sagst du? Okay. Kriegen wir hin. Okay, Digga, wo ist Genkhausen? CC haben wir nur in der Mitte. Wir haben... Alter, Karma flammt dich gleich. Aber die W ist doch kein HCC, oder? Doch, da hast du Snare drauf. Okay, dann wär's ein Bot-Side-Game. Aber, nee, doch, schadentechnisch ist läuft es dann... Oben ist ja auch okay, oben ist auch okay, aber Bot ist besser. Bro, stell dein Ward hin und hol dir Red Trinket. Ping die weg, stell dein Ward, geh Recon, geh Recon, geh Recon, geh Recon. Recall, 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 Red Trinket. Und werden oben anfangen. Den wollen runter. Okay, Udi beginnt unten, der wird nach oben hingehen. Das heißt, wir haben Zeit. Ich könnte also nach Gromp sein Red holen, oder? Nein, Mann, Digga, das machen wir nicht. Es sei denn, Karma sieht den Blue Buff. Hat den Blue Buff gesteed bekommen? Guck danach. Nein. Dann gehen wir nicht hin. So, jetzt machst du folgendes. Während du runtergehst, pingst du jetzt dreimal Danger an Enemy Rap Buff. Und move weiter. So, Bot ist nicht gankable, wir können weiterfahren. Rap das, rap das, rap das, rap das, rap das, rap das. Warum soll ich die skippen? Es gibt doch gar keine Gank-Opportunity gerade. So, jetzt zum Beispiel, wenn wir nicht direkt zur Krabbe gehen. Warum? Die Krabbe ist gar nicht contested, der Udi ist gar nicht da. Also weiterfahren. Krux, 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 Krux. Schau in die Mitte, die fighten da jetzt kurz. Nur hinschauen, nur hinschauen. Okay, das ist fein, fahren weiter. So, Enobiguchi. Fight ihn, fight ihn. Okay, er geht weg, er geht weg, er geht weg. Scheiß drauf. Geh mal auch in die Base, geh mal auch in die Base. Alle sind glücklich. So, jetzt gehst du Top Lane. Und jetzt schaust du dir die Top Lane an. Oh, das sieht gankable aus, oder? Pop deine W, ja. Pop deine W, pop deine W, pop deine W, pop deine W. Die ist bis dahin wieder ready. Und go, und go. Nicht die Pillar sofort benutzen. Warte, lauf in den Rückweg rein. Erst dann pillern, wenn sie flasht. Greif sie an, die killst du. Erst dann pillern, wenn sie flasht. Oh. Sehr schön. Und geh farm. Geh Jungle farm, geh Jungle farm, geh Jungle farm. Oh, sehr geil. Nimmst du einen Trank bitte schon mal? Okay, nevermind, wir sehen die Udia. Sehr schön. Ping, dass du kommst. Ping, dass du kommst. So, wir müssen aufpassen, die ist nämlich Level 6. Aber okay, kill auch, kill auch, kill auch. Du bist fein, du bist fein. Killer sie? Killer Mann? Okay, und fertig. Oh, da musst du aufpassen. Oh, okay, kill sie, kill die, kill die, kill die. Den auch noch, den auch noch. Easy. Und lauf, wir werden nämlich jetzt nach oben hingehen. Der Harold kommt gleich, den wollen wir sofort haben. Sieht aber nicht so aus, als könnten wir den machen.
Oh, die läuft auch. Nein, mach mal nochmal deinen Blue Buff. Mach nochmal deinen Blue Buff. Oh, fuck, ich hab mich gerade kurz selbst geminutet. Also du hättest nochmal dein Blue Buff machen sollen. Aber ist fein. Ich hab das vergessen. Okay. So, jetzt haben wir doch gerade sehr viel Zeit investiert, um Lane zu ganken und auch um Sachen abzuholen, richtig? Mhm. Dann ganken wir jetzt die Diana nochmal. Wie oft muss ich sie dir noch beibringen, alter Mann? Lass die Wave erst in die Tower crashen. Okay, kannst du vorne. Hey, das ist da. Hillermann? Jetzt laufen wir diese ganze Lane mit dem Herald wahrscheinlich runter. Eigentlich scheiß drauf, geh Jungle Farm. So, jetzt pass auf. Das ist jetzt ganz wichtig. Wir müssen jetzt unser Tempo anpassen. Wir haben gerade sehr viel Zeit genutzt, um zu ganken und auch um Objectives zu machen, richtig? Ja. Das heißt, wir haben uns nicht gut um unseren eigenen Jungle gekümmert. Das ist in Ordnung, weil wir unsere Jungle-Timer für was anderes ausgetauscht haben. Jetzt musst du dir einmal kurz Zeit für dich selbst nehmen und farmst dann diese Camps. Ja, wir wollen hochgehen. Schau in die Mitte. Nein, zu spät. Egal, das ist eh tot. Geh hoch, du hast Tempo auf dem Play da oben. Wie viel Leben hat sie da oben? Das hast du jetzt gerade nicht gesehen. Komm von hinten. Kill sie. Ping, dass du kommst und kill sie. Zeig ihr deinen Pillar, Mann. Sehr schön. Noch nicht den Herald ziehen, ich sag dir, wann du ihn ziehen sollst, okay? Aber du bleibst oben. Wir werden jetzt den ganzen Tower einreißen. Oh, Kiana ist oben. Acht auf die Kill. Oh. Zieh sofort den Herald, zieh bitte sofort den Herald, wenn du kannst. Du hättest vielleicht nicht dein letztes Mal noch für eine Kuh ausgeben sollen. Versuch mal mit dem zu pushen, wenn es geht. Oh mein Gott, das wird echt schwierig. Das ist richtig schwierig. Also es kann sein, dass wir jetzt gleich gedoomt sind. Versuch die Wave reinzubekommen und benutze nicht dein Mana. Okay, ich hoffe, sie nutzt es nicht aus. Lass das Ding chargen und verpiss dich. Die könnte nämlich gleich oben sein. Du willst sie nicht fighten. Du willst sie nicht, Bruder, du hast kein Mana. Und verpiss dich. Du kannst deinen Grump noch farmen, du kannst die Krabbe noch machen, zieh dann rüber, geh in den River. So, wir gehen jetzt eher runter. Warum Drach kommt das nächste ab? Bleib da oben im Gebüsch stehen. Udi ist unten, fang ihn ab. Soll? Hat die Drache angefangen? Fang ihn ab. Ja, man kommt von oben, wir müssen schnell machen. Lass dich nicht zu sehr hochziehen, okay? Okay. Passen wir der Kiana. Und wir können ihn machen. Ne? Wir spielen jetzt mehr mit unserem Team zusammen. Vergiss nicht, du bist die Frontline für die. Wenn was kommt, musst du vorne stehen. Pillermann, saftig. Aufpassen, Diana kommt. Hat der Vega gerade Ulti gezogen? Bei der Full Life Diana? Ey, das ist fine, I guess. Gell, macht da oben ihr Ding. Okay, ich werde dich jetzt erstmal kurz alleine lassen. Du solltest ungefähr verstehen, was ich von dir möchte. Dein Team pusht da oben weiter vor. Digga, du Pimmel, gehst deine Wölfe machen. Farmen, oder nicht? Wofür willst du farmen? Du kannst jetzt gerne Camp stehen lassen, um deinem Team mit Druck zu helfen. Ja, Kale geht jetzt weg. Es gibt keinen Druck mehr. Jetzt kannst du farmen. Ja, dann mach ich Blumen und danach holen wir Herald. Das müssen wir dann gleich sehen, wo dann die Leute stehen. Okay, alle moven dahin. Das heißt, du kannst Blumen machen und dann Herald machen. Die hat keinen Spaß. Du kannst direkt Herald Merrill ziehen. Zieh Herald Merrill. So, jetzt check seinen Jungle ab. Check Enemy Jungle ab. Bro, Digga, wir chillen einfach gerade auf dem Haufen Gold. Und du willst immer noch fighten. Oh, Game ist denn. Was ist dir aufgefallen in diesem Spiel? Ja, es ist schon deutlich einfacher, wenn man die richtigen Entscheidungen trifft. Woran haben wir denn diese Entscheidungen ausgemacht? Wir haben im Loading Screen die Gedanken dazu gemacht, wo wir ganken möchten. Warum wir spielen möchten und die Timer natürlich und die Lane States natürlich beachtet. Lane States war hier für mich das Wichtigste. Womit habe ich dir immer begründet, dass wir ganken? Weil sie overextenden oder weil noch jemand zweites da ist, der das Ganze beisteuern kann. Was dazu beisteuern kann. Ja, ich habe nur gegankt, weil wir etwas gesehen haben.
Niemals, weil wir Bock drauf hatten. Wenn jemand overextended ist, haben wir alle stehen und liegen lassen, um diese Lane zu ganken. Warum? Das Camp kannst du später immer noch abholen. Danach haben wir nur um unsere starke Lane herum gespielt und haben auch sie geshadowt, richtig? Waren immer in der Nähe. Du musst aber auch bitte darauf achten, dass du den Leuten auch mehr Sachen pingst, wenn du etwas siehst. Du als Jungler, Digga, du Jungler ist Pisschill, sind wir mal ehrlich. Du tötest ein paar Monster, du musst nicht mal lasteten. Du musst nur rechtsklicken oder auf Q draufdrücken, gerade wenn du Trundle spielst. Ping noch wenigstens, wenn du irgendwas siehst. Na gut, dann wäre ich weg und dann wünsche ich dir einen neuen guten. Haust rein dann. Danke. Bye bye. Ciao.